Schauen wir uns den Umgang mit Syntaxdiagrammen nochmal an Beispielen an. Hier das erste Beispiel. Das Syntaxdiagramm ist mit S gekennzeichnet und es gibt ein anderes, ein Untersyntaxdiagramm, ein nicht hier über das Nicht-Terminal, Symbol D erreichbar, hier unten. Dieses Syntaxdiagramm hat eine eintretende Kante und eine austretende. Es besteht aus Ellipsen, Rechtecken und Pfeilen. Genau dasselbe hier unten. Das heißt, das Syntaxdiagramme sind korrekt. Die Ellipsen enthalten Terminale. Terminale sind hier A, B und C. Das sollen im Folgenden immer die Kleinbuchstaben sein. Und hier ist ein Nicht-Terminal-Symbol, das D. Das verweist nur auf ein anderes Syntaxdiagramm. An diesem Syntaxdiagramm lässt sich jetzt schon die Lexikalik der definierten Sprache ablesen. Oder eine Teilmenge daraus. Das heißt, die Lexikalik besteht hier aus den Buchstaben A, B und C als Terminal. Nämlich den Zeichen, die in den Ellipsen auftreten können. Groß D gehört nicht dazu. Das ist ja nur eine Abkürzung für dieses Syntaxdiagramm, also ein Nicht-Terminal-Symbol. Jetzt lassen Sie uns untersuchen, ob bestimmte Folgen von Zeichen, von Symbolen syntaktisch korrekt sind bezüglich dieses Syntaxdiagramms oder nicht. A, B, A, B, A, B, C, C, C. Ist es korrekt oder nicht? Gehen wir durch. Man kommt bei A vorbei, man kommt bei B vorbei. Und das dreimal. Drei. Geht dann hier rein nach C, kommt bei C vorbei, 1, 2, 3, geht hier raus und geht hier raus. Das heißt, AB, 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 C, C, C ist syntaktisch korrekt. Der nächste Satz. AB, AB, dann gehen wir in D rein, kommen hier nach C, 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 3, gehen hier raus. Ja, und dann kommt hier aber nochmal AB, AB. Das geht natürlich nicht, weil nachdem man einmal C erreicht hat, kommt man nie wieder in den Bereich AB zurück. Das heißt, das ist syntaktisch nicht korrekt. ABA. Man kommt hier bei A vorbei, B geht hier bei A vorbei. Ja, und jetzt ist im Prinzip hier dieser Satz schon beendet, aber ich bin ja gar nicht aus dem Syntaxdiagramm raus. Ich muss auf jeden Fall nochmal an B vorbei, sodass ABA falsch ist. CCC, CCC ist auch falsch, denn alle gültigen Sätze fangen auf jeden Fall mit AB an. Da kommt man am Anfang vorbei. Hier brauche ich gar nicht weiter zu untersuchen, ob das Syntaxdiagramm korrekt ist. Hier ist die Lexikalik schon nicht korrekt. D ist hier ein Nicht-Terminalzeichen. Terminalzeichen sind nur A, B, C, sodass dieses D hier schon zu einem lexikalischen Fehler führt. B, A, B, A, B, A, C, ja, ist auch nicht korrekt, weil gültige Sätze fangen immer mit A an. Auch hier brauche ich gar nicht weiterzumachen. In diesem Satz sind zwei kleine Ds vorhanden, es gibt aber gar keine kleinen Ds hier als Terminalsymbole. Und genau dasselbe gilt hier. Hier sind Großbuchstaben A, B, A, B, A, B. Unter der Voraussetzung, dass hiermit immer Kleinbuchstaben gemeint sind, können in gültigen Sätzen gar keine Großbuchstaben, große As, große Bs auftauchen.